17% abwärts für die Aktie von Süß Microtech. Innerhalb weniger Sekunden möchte man fast sagen, das war ein ziemlicher Schreck. Süß Microtech ist ein Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Es gab eine Gewinnwarnung, Umsatz und Gewinn für 2017 nicht zu erreichen, hieß es. Da sind viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt worden. Gerade die, die im Januar, also vor wenigen Tagen, erst eingestiegen waren, weil die Auftragslage bei Süß Microtech wohl außergewöhnlich gut war. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz durchschnaufen. Gewinnwarnungen sind natürlich nie etwas Gutes, aber in der Halbleiterindustrie oder auch in der entsprechenden Zulieferindustrie so außergewöhnlich nicht. Und das müssen sich auch viele Anleger gedacht haben. Es hieß nach wenigen Minuten aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Und so wurde aus dem 17% Minus sehr schnell nur noch 4% Minus. Und das schaut irgendwo ganz anders aus. Und es erinnert ein bisschen an eine Situation, die noch gar nicht so lange her ist. Ende November hatten wir genauso einen Kursrutsch schon gesehen bei Süß Microtech. Also dort geht's weiter. Beim DAX, da ist man heute richtig gut gelaunt. Wir sind relativ kräftig im Plus und versuchen wohl die etwas lahme Performance für die Woche in den letzten Handelsstunden dann wieder wettzumachen. Nächste Woche viele, viele Bilanzen, gerade aus den Vereinigten Staaten von Amerika. In dieser Woche waren die Banken dran und die anderen Industriezweige dann in der kommenden Woche. Aber es gibt noch weitere Termine, schauen wir mal ganz kurz drauf. Wir haben am Montag aus der Eurozone von der EZB das Volumen der Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und Asset-Backed Securities. Da soll ja reduziert werden. Mal gucken, wie weit die reduziert haben. Zahlen von Netflix, von Halliburton und aus der Bankenwelt von der UBS. Wir schauen auf den Dienstag. Ja, da gucken wir voraus. Die Konjunkturerwartungen vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Zuletzt 17,4 Punkte. Das ist die Benchmark. Wir kriegen Zahlen von Texas Instruments, außerdem von Verizon Communications, Procter & Gamble und Johnson & Johnson. Der Mittwoch mit dem Einkaufsmanager-Index aus Deutschland für das verarbeitende Gewerbe. Außerdem Zahlen der Konkurrent von Siemens, General Electric, Ford, Comcast und Novartis. Wir kommen schon zum Donnerstag. Der IFO-Geschäftsklima-Index, der steht derzeit bei 117,2 Punkten. Außerdem Zahlen von Caterpillar, Celgene, Starbucks, 3M, Intel, Zooplus und der Software AG. Dann sind wir schon am Freitag. Die Amerikaner mit ihrem Bruttoinlandsprodukt hochgerechnet aufs Jahr. Zuletzt 3,2%. Wir erwarten jetzt 3%. Zahlen gibt es von Colgate Palmolive oder wie wir sagen Colgate, von AbbVie, Honeywell und von Lear. Ihnen jetzt ein ruhiges, ein möglichst sturmfreies Wochenende. Bis Montag.